Ja, zunächst mal vielen Dank an TechNatives für die Einladung und vielen Dank für die Einführung. Ich fühle mich da so ein bisschen als Exot hier auf dem Podium zwischen all den Technikbegeisterten. Vielleicht kurz noch ein paar Sätze, wie ich überhaupt zu dem Thema gekommen bin. Also ich beschäftige mich sehr viel mit Zwangsstörungen. Und das sind Menschen, die ritualisierte Handlungen immer wieder wiederholen müssen. Und zwar stundenlang, entweder waschen oder Kontrollen oder was auch immer. Ein berühmtes Beispiel ist der Detektiv Monk aus dem Fernsehen, den vielleicht manche von Ihnen kennen. Und das sind Menschen, die oft auch sehr seltsam wirken. Und als jetzt so die ersten Berichte aufkamen in der Presse über Selbstvermesser, die stundenlang irgendwie messen, alle möglichen Daten sammeln, sich jeden Tag vor den Spiegel stellen und fotografieren, ihr Essen fotografieren und alles Mögliche, da wurde ich immer gefragt, ja, ist das irgendwie, was ist das eigentlich? Ist das krankhaft? Ist das eine psychische Störung oder was verbirgt sich dahinter? Und dann habe ich angefangen, mich damit intensiver zu beschäftigen. Und wenn man sich die Quantified Self-Community anschaut, dann denke ich, ist es eine sehr heterogene Gruppe. Also es gibt einerseits die nicht primär an Gesundheitsthemen Interessierte, das sind so Selbstentdecker, die einfach Spaß dran haben, Dinge zu entdecken, die, wie gesagt, Bilder sammeln von sich zu bestimmten Zeiten und dann feststellen, Mensch, da gibt es irgendwelche Rhythmen drin oder irgendwelche Regeln, die ich finden kann und denen macht es Spaß, einfach zu entdecken, was da passiert. Dann gibt es die Selbstoptimierer, die möchten gerne ihre Leistung steigern in allen Bereichen, in verschiedensten Bereichen. Die möchten ja, körperliche Leistung steigern oder Gehirnleistungen steigern und ähnliches. Und dann gibt es die primär an Gesundheitsthemen Interessierten. Auch da gibt es die Gesundheitsoptimierer, die gerne ihre Gesundheit eben auf den Höchststand bringen wollen und viel über sich erfahren wollen, was im Körper vorgeht und wie sie das verbessern können. Und es gibt Menschen mit chronischen körperlichen Erkrankungen und auch Menschen mit seelischen Problemen, die über das Selbsttracking erhoffen, dass sie doch jenseits der Schulmedizin vielleicht auch Möglichkeiten finden, ihren Zustand zu verbessern. Und über allem, oder ich habe es unten hingesetzt, schweben dann die Programm- und Geräteentwickler, die sich natürlich auch dafür sehr interessieren und Spaß haben, entsprechende Apps oder auch Geräte zu entwickeln, die das Self-Tracking ermöglichen. Der Frage, ist das jetzt irgendwie krankhaft oder pathologisch oder so, möchte ich mich gerne von zwei Seiten nähern. Zum einen gerne mal schauen, gibt es irgendwelche definierten Krankheitsbilder, unter denen sich Selbstvermessung oder exzessives Selbstvermessen subsumieren lässt. Und dann nochmal, gibt es Krankheitsbilder, die mit vermehrter Selbstbeobachtung einhergehen und vielleicht so ein Risikoverhalten darstellen oder ein Risiko darstellen, dass man ins exzessive Selbstvermessen kommt. Das erste ist die anankastische Störung, also auch das, was wir als zwanghaft nennen. Und da können Sie lesen, es gibt Menschen, die haben ständig so Gefühle von starkem Zweifel und übermäßiger Vorsicht. Sie beschäftigen sich ständig mit Details, mit Regeln, Listen, Ordnung, Organisation oder Plänen. Es sind meistens perfektionistische Menschen, die oft auch Probleme haben, dann ihre Aufgaben fertigzustellen, weil sie zu perfektionistisch sind. Und sie sind übermäßig leistungsbezogen unter Vernachlässigung bis zum Verzicht auf Vergnügen und zwischenmenschliche Beziehungen. Gut, das an sich ist jetzt noch nicht pathologisch, aber wenn es so weit geht, dass also die Abweichung so ausgeprägt ist, dass das daraus resultierende Verhalten in vielen persönlichen und sozialen Situationen unflexibel, unangepasst oder auch auf andere Weise unzweckmäßig ist, dann wird es kritisch. Und wenn ein persönlicher Leidensdruck entsteht, der nachteiligen Einfluss auf die soziale Umwelt oder beides beinhaltet und was diesem Verhalten dann zuzuschreiben ist. Das wäre sozusagen die zwanghafte Seite. Die andere Frage, die immer auftaucht, ist es denn eine Sucht oder kann es süchtig machen? Hier nochmal die Suchtkriterien. Also Sucht ist definiert als ein starkes Verlangen oder eine Art Zwang, eine Substanz zu konsumieren, verminderte Kontrolle über den Substanzgebrauch, das heißt über Beginn, Beendigung oder die Menge des Gebrauchs, wird deutlich daran, dass oft mehr von der Substanz oder über einen längeren Zeitraum konsumiert wird als geplant oder an erfolglosen Versuchen, den Substanzkonsum zu verringern oder zu kontrollieren. Es gibt häufig ein körperliches Entzugssyndrom und eine Toleranzentwicklung. Das heißt, es muss immer mehr Substanz konsumiert werden, um den erwünschten Effekt zu erzielen. Und es gibt eine Einengung auch im Sinne eines ständigen Beschäftigungs mit der Substanz oder mit dem Substanzkonsum. Und es werden andere Interessensbereiche vernachlässigt. Das wäre jetzt das Suchtthema. Jetzt streitet man sich aber auch in der Wissenschaft, was ist Zwang und was ist Sucht oder hat es nicht beides dieselben Aspekte? Und deshalb habe ich hier nochmal versucht, das auf einem Kontinuum darzustellen. Es gibt tatsächlich einen Überlappungsbereich
Während es beim zwanghaften Verhalten eher darum geht, über ritualisiertes Verhalten Angst und Anspannung zu vermeiden und Kontrolle und Sicherheit herzustellen, geht es bei der Sucht eher über Impulsivität. Das sind Menschen, die sozusagen dem Drang, sich schnell einen positiven Zustand herzustellen, nicht widerstehen können. Und es geht um Emotionskontrolle im Sinne, dass über das Suchtmittel unter Umständen auch Emotionen kontrolliert werden. Das Ganze ist häufig verbunden mit einer bestimmten Stimulation und auch mit Belohnung. Also der Belohnungsaspekt ist bei der Sucht sozusagen im Vordergrund, während beim Zwang eher die Kontrolle und die Sicherheit im Vordergrund steht. Jetzt gibt es seit neuestem auch noch einen Bereich, den man Verhaltenssüchte nennt. Also man hat ja festgestellt, dass eben nicht nur Substanzen süchtig machen können, sondern auch, dass Menschen suchtartige Verhaltensweisen zeigen. Das kennen Sie zum Beispiel von dem Begriff Kaufsucht, von der Spielsucht, auch Sexsucht. Und seit neuestem ist das Thema Computersucht ein wichtiges Thema geworden. Und ich finde, das ist jetzt ein Versuch, diese Verhaltenssucht, in Anführungszeichen, nämlich die Computersucht, anhand der Suchtkriterien zu definieren. Und ich habe jetzt spaßeshalber einfach mal den Begriff Computernutzung ersetzt durch Vermessung. Und anhand dieser Kriterienliste können Sie im Prinzip für sich eine Checkliste erstellen, ob Sie gefährdet sind oder ob Sie schon sozusagen im Suchtbereich sich aufhalten. Es gibt drei Hauptkriterien. Das erste ist, also es geht darum, dass Menschen, die suchtartiges Verhalten haben, trotz exzessives Verhalten und negativer Konsequenzen die Verhaltensweisen aufrechterhalten. Sie vernachlässigen alltägliche Pflichten, soziale Kontakte, berufliches Engagement, und es gibt auch bei den Verhaltenssüchten eine Toleranzerscheinungen, nämlich mit Steigerung des Verhaltens. Also wenn jemand sozusagen immer mehr messen muss, um den gewünschten Effekt zu haben, dann wäre das eine Toleranzentwicklung. Das zweite Kriterium ist der Kontrollverlust. Also die unzureichende Fähigkeit, die Frequenz und Dauer der Vermessung selbstständig zu begrenzen, um mit anderen Beschäftigungen in Einklang zu bringen. Es gibt auch bei der Computersucht zum Beispiel gibt es Entzugserscheinungen, also Unruhe, Nervosität, Stimmungslabilität, wenn ich mich nicht an den Computer setze. Und ich höre das auch immer wieder von jungen Menschen, gibt es von Menschen, die eine Art Handysucht haben. Die sagen, also ich kann das nicht aushalten, wenn ich eine Viertelstunde nicht mein Handy benutzt habe, weil ich immer Angst habe, ich versäume irgendwas, wenn ich da nicht immer im Kontakt bin. Und das dritte Kriterium ist die Einengung des Handlungsspielraums. Also wenn die Vermessung eine dominante Wertigkeit sowohl im Denken als auch im Alltagshandeln der Betroffenen mit dem Ziel, möglichst häufig und lange messen zu können, bekommt, dann wird es kritisch. Oder wenn ein starkes Verlangen danach besteht, messen zu wollen oder messen zu müssen. Also das wäre jetzt so der Bereich, wo man sagt, wenn diese Kriterien erfüllt sind, dann geht es eher in den Bereich Sucht. Der zweite Zugang war jetzt nochmal zu gucken, gibt es Störungsbilder, die mit vermehrtem Selbstbeobachtung einhergehen. Und da finden wir ganz viel zum Beispiel bei den Essstörungen. Also Patienten mit Essstörungen haben ein zwanghaftes Kalorienzählen, die müssen ständig wissen, wie viel Kalorien sie zu sich nehmen, machen sich sozusagen von den Kalorien abhängig. Viele haben auch ein zwanghaftes Bewegungsverhalten, das heißt, sie müssen ständig laufen, um das Gefühl zu haben, dass sie ihre Kalorien wieder weglaufen. Und wenn die ihr Laufpensum nicht einhalten, dann kriegen sie zum Beispiel Schuldgefühle und kommen in emotionale Probleme. Sie haben häufig zwanghafte Ernährungsregeln, es müssen ganz genaue Abläufe im Ernährungsverhalten müssen eingehalten werden, und sie haben perfektionistische Persönlichkeitseigenschaften. Dann gibt es den Bereich der Somatisierungsstörungen oder auch hypochondrischen Störungen. Das sind Menschen, die sich vermehrt selbst beobachten, weil sie immer Angst haben, dass sie an einer schweren Krankheit leiden können. Und da gibt es auch exzessives Selbstbeobachtung, dass jedes kleinste Regung im Körper, die als nicht normal erscheint, wird dann sofort als Zeichen einer schweren Erkrankung gedeutet. Und das ist gleichzeitig verbunden mit einem starken Misstrauen gegenüber der Schulmedizin. Das sind so Bereiche, die man auch, wenn man sich so die Foren der Quantified Self-Bewegung anguckt, tatsächlich auch immer wieder auftauchen. Auch bei den Essstörungen, vielleicht um da nochmal kurz darauf zurückzukommen, wenn wir Menschen mit so einem exzessiven Ernährungsverhalten in der Klinik haben, dann müssen die wieder lernen, auf ihre natürlichen Körpersignale zu horchen. Also wir gewöhnen denen das Kalorienzählen ab,
Und weil es darum geht, wieder ein natürliches Empfinden dafür zu bekommen, was Hunger und Sättigung zum Beispiel ist. Das ist auch so ein Punkt, den ich teilweise auch kritisch sehe bei der Quantified Self-Bewegung, wenn man es übertreibt. Dass man, also der ursprüngliche Ziel ist ja sozusagen, die Selbstentdeckung zu fördern. Aber wenn man es übertreibt, dann geht die natürliche Selbstwahrnehmung wieder verloren. Und dann gibt es noch die Zwangsstörungen, die sind mit irrationalen Befürchtungen gekoppelt, mit ritualisierten Kontrollen, um Anspannung und Angst zu unterlassen, Anspannung zu reduzieren. Und das entsteht dann häufig, wenn die ihre Zwangshandlung nicht ausführen, dann kommen sie in ihre Ängste und ihre Anspannung hinein. Jetzt, ich habe nochmal versucht, hier so die Risikofaktoren zusammenzustellen, die sich auf die Selbstvermessung beziehen könnten. Also wenn die Selbstvermessung im Wesentlichen dazu dient, Ängste zu reduzieren und Sicherheit zu vermitteln, wobei ich damit irrationale Ängste meine. Ich meine jetzt nicht die normalen Ängste, die vielleicht dadurch entstehen, dass jemand eine chronische Erkrankung hat und nicht weiß, was in seinem Körper passiert. Also das, was du vorhin beschrieben hast, das ist ja ein sehr konstruktiver Umgang mit Befürchtungen, was passiert in meinem Körper, nämlich dass ich genau das tracke und dann immer auf dem Stand bin und weiß, was los ist und dann auch entsprechend reagieren kann. Aber es gibt auch irrationale Ängste. Und wenn sozusagen die Selbstvermessung dazu dient, irrationale Ängste zu reduzieren, dann wird es problematisch. Wenn das Selbstwertgefühl an das Erreichen unrealistischer Ziele geknüpft ist. Also manche von den Menschen, die selbst vermessen, die kommen mir so vor, wie wenn sie wollen perfekt sein. Und der Drang, perfekt sein zu wollen, ist ja an sich nichts Schlimmes. Aber wenn das hat einen Nachteil, man erreicht niemals sein Ziel. Und wenn das dann exzessiv wird und wenn das Selbstwertgefühl dran gekoppelt wird, dann kann es auch zu einer permanenten Quelle von Unzufriedenheit werden und kann, und das ist weit weg von einem ausgeglichenen Zustand. Zwanghaft perfektionistische Menschen mit Schwierigkeiten im sozialen Umfeld, also wenn das eine Ersatzhandlung wird, wenn ich sozusagen mich ständig mit meinen eigenen Daten beschäftige, weil ich mich in der sozialen Umfeld nicht wohlfühle, weil ich Angst habe, mich mit anderen auseinanderzusetzen und das vielleicht dann auch noch ausweiche und übers Internet reguliere, dann kann es auch problematisch werden. Menschen mit Veranlagung zu pathologischem Essverhalten sind sicher Risiko. Patienten, also wenn ich mir Portale angucke, die Self-Tracking im Essbereich machen, dann klingt das, vieles davon klingt sehr ähnlich wie das, was ich bei meinen essgestörten Patienten sehe. Und bei Menschen mit übersteigerten Krankheitsängsten. Gut, wenn ich das jetzt nochmal auf den Punkt bringe, dann kommt es aus meiner Sicht sehr stark auf das Ziel an. Also wenn das Ziel primär ist, unangenehme emotionale Zustände zu vermeiden oder Defizite zu kompensieren, dann wird es aus meiner Sicht problematisch. Gut, soweit der Überblick über die Themen, die im Bereich der Psychologie oder Psychotherapie auch eine Rolle spielen. Ich hoffe, es hat dazu beigetragen, das ganze Thema nochmal für Sie deutlicher zu machen. Und ich freue mich jetzt auf eine spannende Diskussion. Vielen Dank.